Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge FIFA 16. Ja, in der letzten Folge, da ging es schon mal heiß her mit dem Saisonstart und wir haben jetzt endlich unseren Kader beisammen, mit dem wir in die Saison gehen. Der Saisonstart verlief ja, etwas durchwachsen, zwar erfolgreich mit zwei Siegen, aber die Ergebnisse waren jetzt nicht gerade das, was ich mir erwartet habe von unserer neuen Abwehr. Und, nein, natürlich nicht beenden. Und jetzt haben wir halt unseren neuen Sturm. Oder mal kurz die Aufträge auch noch beenden hier, damit wir. Weil wir müssen ja nichts mehr suchen. So, fällt mir nämlich gerade noch so ein. Ja, ansonsten, Jugendstab ist klar. Wir werden mal gucken, wer aus der Jugend nach oben gezogen wird in naher Zukunft. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Aber unser Kader ist, wie gesagt, beisammen und wir gehen direkt zum ersten Spiel. Da wartet nämlich Hannover 96 auf uns. Vorher jetzt sowas im Büro. Wir haben ein Scouting-Update. Was haben wir denn da? Jo, ganz okay. Die weniger. Der könnte auch ganz okay sein. Oh, nö. So. Noch ein Scouting-Update. Und zwar aus Deutschland. Das ist sehr schön. Nein, ich will den nicht verpflichten. Ich will den ablehnen. Und die beiden warten mal einfach mal ab. Und dann haben wir noch abgestellte Spieler für Nationalspieler. Stylianides, Calhanoglu ist ebenfalls direkt unterwegs. Und für Bombardier geht es auch weiter in der Nationalelf. Sehr schön. So, es gab schon die ersten Spieler an diesem Spieltag, wie man sieht. Die Bayern mit ihrem sehr durchwachsenen Start. Ein Sieg, eine Niederlage. Hannover bisher nur ein einziger Punkt. Und wir könnten mit einem Sieg. Ja, da müssten wir schon hochgewinnen, auf Platz 1 springen. Aber da wollen wir natürlich erstmal rein. Zuallererst erstmal spielen wir natürlich mit unserer Top 11 jetzt alle beisammen. Endgültig. Können wir den Mob nicht einsetzen hier? Wer ist denn hier? Ach, da war ich, okay. Ja. Nehmen wir Kuske mal raus. Wir nehmen den mal mit. Wir haben rechts offensiv, zentral haben wir einen. Castaños im Sturm. Puh, schwierig. Schwierig, schwierig gerade hier sich für einen zu entscheiden. Ein bisschen ein Jugendspieler, oder? Was meint ihr? Ja, Hofmann diesmal nicht. Nehmen wir Kano einfach mal mit. Denn falls wir hoch genug führen, können wir den einfach mal einsetzen. Die Parallelspiele Hertha gegen Bayern und Mainz gegen Wolfsburg. Ja, mal sehen, wie es heute läuft. Nachdem die letzten Spiele ja, wie gesagt, ein wenig durchwachsen, vor allem in der Defensivabteilung liefen. Nun aber rein in die Partie. Augsburg gegen Hannover 96. Vielleicht schaffen wir ja den perfekten Saisonstart mit drei Siegen. Da ist Augsburg Aufstellung. Also ich muss sagen, die Mannschaft, die wir da zusammengeschustert haben mittlerweile, ist wirklich eine richtig, richtig starke Mannschaft. Hakan Çalhanoğlu beim FC Augsburg. Ich glaube, das wird niemals passieren in Wirklichkeit, aber ist schon ganz lustig, ihn hier zu sehen. Und ist doch ein perfekter Ersatz für Altintop. Ändert sich nicht viel an der Nationalität, glaube ich. So, Townsend mit Schwierigkeiten. Jetzt Hector Bellerin, der sich da mal über die Außen durchsetzt. Und immer noch Bellerin. Und aber da noch im letzten Augenblick abgegrätscht. Kein Elfmeter. Ging alles fair zu da in der Mitte. Von daher Eckball und er kommt gut. Aber noch ist hier nicht alles vorbei. Doch jetzt. Jonathan Tah stand da jetzt nicht so gut. Da muss Townsend jetzt hinten mit aushelfen, weil Bellerin weiter vorne war. Aber gut gemacht. Und jetzt hat Çalhanoğlu wird er gelegt. Das gibt natürlich Freistoß für den FCA. Und der Hannoveraner sieht die gelbe Karte. Pascal Gross. So, Townsend versucht direkt Tempo aufzubauen. Wieder geht es über die Außen.
einfach mal rein in die Mitte. Passt rüber, aber zum Falschen. Aber noch ist der Ball nicht durch und abgefälscht und der rollt jetzt zu 1-0. Irgendwie springt der Ball dann ins Tor. Ein Hin und Her. Nochmal die Szene. Townsend setzt sich da über rechts durch. Zieler kann ihn nicht sauber abwehren und dann noch abgefälscht. Von der Nummer 25 der Hannoveraner, dadurch nichts zu halten für Zieler und der Ball hüpft ins Tor. Raul Bobadilla in der 13. Minute mit der Führung zum 1-0. Damit ist wieder die Führung da, wie auch in den letzten Spielen immer wieder die Führung zustande kam. Ja, natürlich jetzt super, aber Bellerin stark. Bayer auf Bellerin wieder. Stark gemacht, der passt dann aber weniger. Ein bisschen zu sehr in die Spitze, wo natürlich die Abwehr auf uns wartet. Stark von Thal rausgerückt. Und er versucht jetzt den Ball zu schicken, aber da kommt Bobadilla nicht durch. Jetzt fehlt ihm eine Anspielstation. Boah, das war knapp. Jetzt Las Soga. Immer noch Las Soga. Ah, kommt nicht durch. Wieder Bobadilla. Kein Durchkommen da auf der Bahn und er ist viel zu steil. Ah, gibt da der Abstoß. Tja, was soll man nach 25 Minuten sagen? Es steht 1-0. Meiner Meinung nach verdient, weil die Hannoveraner vor allem offensiv noch relativ blass geblieben sind. Jetzt kommen sie vielleicht mal über Prip. Aber dann astrein geklärt. Nur der Kopfball dann nicht so sauber. Landet wieder beim Gegenspieler. Nochmal über Prip und er kommt. Guter Pass. Abgefälscht. Gibt Ecke. Na, zum ersten Mal Hannover ernsthaft vor dem gegnerischen Tor. Und das nach einer halben Stunde. Und Palacios ist zur Stelle. So. Townsend raus auf Bellerin, der sich wieder nach vorne bewegt, aber dabei den Ball verliert. Bobadilla, der sucht die Anspielstation, findet sie in Kuh. Kuh setzt sich da super durch, immer noch Kuh, Kuh hat jetzt mal Platz, der Abschluss. Und Zieler sicher. Ah, Jonathan Tah nicht so gut. Jetzt ist er vielleicht mal durch. Lenglet kann sich da nicht behaupten und die Flanke landet im Seitenaus. Keine Gefahr fürs Augsburger Tor. Ah, die wirklichen gefährlichen Abschlüsse bleiben noch aus von Hannover. Huiuiui. Ah, Bellerin macht das wieder stark. Schickt er auch nochmal Las Soga. Und er setzt sich da durch. Las Soga und der Mitte ist er frei. Und boah, die dicke Chance. Zum 2-0 für Bayer. Aber der verzieht. Ah, da war mehr drin. Nach der super Vorarbeit. Und wieder der FCA im Ballbesitz. Schön gespielt, schöne Drehung da. Ich weiß gar nicht, wer es war jetzt gerade in dem Augenblick. Und der passt dann so schlecht. Ah, hätte er den richtig gespielt, wäre das richtig gefährlich geworden. Aber Çalhanoğlu setzt einfach mal nach. Çalhanoğlu abgefälscht. Schade. Ah,
versucht es mal mit ein wenig Ballbesitz. Aber die Defensive steht gut dieses Mal. Und so bleibt es beim 1:0 zur Halbzeitpause. Das ist doch vielversprechend bisher, was wir hier gesehen haben. Die Mainzer führen im Übrigen gegen Wolfsburg. Das ist mal mega überraschend. So, aber einen Wechsel möchte ich dann doch ganz gerne mal vornehmen. Und zwar will ich für Townsend einfach mal Eswein bringen. Weil Townsend über rechts nicht so viel gebracht hat. Zumindest in dieser Partie hier. Wenn einer nach vorne gefährlich geworden ist, dann war es meist Bellerin. Und das ist ja nicht einer seiner Aufgabe. Oh, klären, Leute, klären! Oh. Meine Güte, mal ein wenig Unkonzentriertheit in der Abwehr. Stark von Çalhanoğlu, der hat mal ein bisschen Wiese vor sich. Bobadilla macht das stark, immer noch Bobadilla! Natürlich kein Foulspiel. Wollen wir gar nicht drüber reden. Ja, nochmal hinten rum. Stark nachgesetzt. Ja, da hätte er direkt spielen müssen vielleicht. Wäre da besser gewesen, aber diesmal hält er noch den Ball im Spiel. Aber Kuh kommt nicht durch. Boah, das ist natürlich ein Foul. Ohne Wenn und Aber. Gibt auch Gelb. Keine Frage. Geht in Ordnung. So, jetzt vielleicht mal. Jetzt ist viel Platz da. Ah, der passt dann zu ungenau. Ball wieder weg. Mann, die beiden denn da? Irgendeiner ist verletzt bei uns. Das ist gerade nicht gut. Jetzt mal weg damit. Muss ich mal eben kurz schauen, wer hat sich denn da verletzt? Lenglet. Okay, ich würde sagen, Lenglet hol mal raus, bringen wir für ihn Klavan in diesem Augenblick. Ja, leichter Ballverlust, aber Glück gehabt. Jetzt Bobadilla, Kuh kommt mit, aber ist halt sehr eng da. Kuh, oh, beinahe wäre durchgekommen. Eine Stunde gleich durch hier. Oder ist sogar schon durch. Und da springt ihm der Ball vom Fuß. Das war natürlich jetzt alles andere als gut. Und jetzt wird es auch einmal richtig gefährlich. Zum ersten Mal Hannover. Richtig gutes Zusammenspiel. Aber der Abschluss wieder ungefährlich. Oh, schön. Eswein kommt da auch nicht zum Zug so richtig auf der rechten Seite. Setzt aber nochmal nach. Gleich 70 Minuten durch. Steht nach wie vor 1:0 durch dieses etwas glücklich zustande gekommene Tor. Die Bayern führen nach wie vor mit 1:0 und hier fällt aus dem Nichts mehr oder weniger der Ausgleich. 1:1. 70. Spielminute. Ärgerlich. Einmal gepennt in der Abwehr und dann hier nochmal die Szene. Da kommt der Pass nach außen. Lenglet passt da nicht genau auf. Nee, Klavan war es. Natürlich ärgerlich. Lenglet ist ja zu diesem Augenblick schon ausgewechselt. Ich würde sagen, anstelle von Lasogga bringen wir jetzt mal Castaños ins Spiel noch für die letzten Minuten. Vielleicht kann er da vorne nochmal für Wirbel sorgen. Aber die zweite Halbzeit war doch sehr überschaubar, was die spielerische Qualität bei uns anging. Vor allem in der Offensive. So, Bobadilla versucht's nochmal. Bobadilla auf Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, Çalhanoğlu! Riesenchance zum 2:1. Wieder nichts. So, Eswein. Eswein verliert die Kugel.
versucht sich Baba durchzusetzen, schafft es aber nicht. Hannover scheint jetzt mehr auf Konter zu gehen. Zumindest spielen sie nicht mehr direkt nach vorne. Wow, und da grätscht man seinen eigenen Mann weg. War natürlich nicht so geil. Boah, jetzt müssen wir da hinten aufpassen. Und kriegen einfach den Ball gerade nicht. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Stark. Çalhanoğlu auf Kuh, der über die Außen geht. Kuh. Immer noch Kuh. Stark gemacht von Kuh. Und dann so ein Pass. Ach, Leute. Ja, da wollte Makastainos noch einwechseln, aber irgendwie kommen wir da gar nicht mehr zu, weil der Ball nicht mehr ins Ausgeht. Oder überhaupt eine Spielunterbrechung hier stattfindet. Und super nachgesetzt von Kuh. So, was war mit einer Flanke und der kommt richtig gut. Oh. So. Es gibt noch mal Einwurf. Castaños dürfte jetzt vorne drin sein. Stark gemacht. Nein! Oh, das war's. Ein 1:1 gegen Hannover. Naja. Ein wenig ärgerlich. Es war eigentlich ein gutes Spiel bis für uns. Also die haben nur einen Schuss aufs Tor gebracht. Aber auch wir hatten unsere Schwierigkeiten vorne. Castaños leider nur ganz kurz. Naja. Bayern und Mainz gewinnen die Wölfe mit einer Pleite. Das ist ein klein wenig überraschend. Wenn ich das mal so sagen darf. Meine Rolle im Verein. Ja, Altintop, du bist halt schon was älter. Oh, hier sind die Quali-Spiele wieder dran, sehe ich gerade. Jo, erstmal machen wir hier alles simulieren, so. Und Kano ist wieder um einen Rang stärker. Ja, es sind dann in der nächsten Folge wieder Länderspiele dran, weil jetzt kommt erstmal hier die Endphase der Transfer-Saison. Das sind die letzten Wechsel. Man sieht schon, Leverkusen hat sich verstärkt. Auch die Bayern haben nachgelegt. Leverkusen hat also die Millionen genutzt, die sie eingenommen haben, durch uns zum größten Teil. Ja, schauen wir mal, was noch so passiert. Die jüngste Transfers, wir haben da oben wieder ein paar Mails. Scheinbar aber keine Transfers. Trotzdem gehen wir natürlich mal rein. Jetzt haben wir erstmal ein monatliches Scouting-Update aus Japan. Ja, das ist nichts Besonderes. Das auch nicht. Was haben wir hier? Den verpflichten wir auf alle Fälle. Den können wir ruhig ablehnen und den ebenfalls. So. Die zweite Mail. Spieler ist auskuriert. Davari ist also wieder fit. Ja. Und wie man sieht, Neymar ist gewechselt. Das finde ich am krassesten zu Manchester United. Gibt es ja ein paar neue Wechsel. Nö, noch nicht. Wow, Costa von Chelsea zu PSG. Auch ein dicker Wechsel, wenn ich ehrlich bin. Also viele Millionen fließen da gerade. Crystal Palace. Titon Wechsel zu Werder Bremen. Und auch United holt den nächsten Spieler. Also die setzen auch nochmal richtig auf Power. Die Bayern holen Thiam aus Monaco. Keine Ahnung, wer das jetzt genau ist. So, hier. Choupo-Moting zu Wolfsburg. Ja, reichlich Wechsel, die dadurch über den Tisch gegangen sind. Auch Hannover verbessert sich nochmal. So, Düsseldorf, wie man sieht, nicht einen einzigen Wechsel vollzogen. Augsburg, ja, bei uns ist einiges passiert. Castaños, Bellerin, Çalhanoğlu für insgesamt 64 Millionen gekommen. Während wir für 13 Millionen Matthäus, Carlsen, Brakel, Gelios, Max und Mora wegverkauft haben.
Die Bayern haben 63 Millionen ausgegeben für neue Spieler. Sanabria, Gnabry, Hernandez. Ist doch nicht der aus Leverkusen, oder? Pereira und Thiam. Costa ist gegangen für 41 Mille. Wohin? Keine Ahnung. Castaños, der hat Frankfurt 9 Millionen für eingenommen. Der ist jetzt zu uns gekommen. Matthäus beim HSV. Yeray zu Hannover 96. Die Berliner für 17 Millionen. Valente. Stocker ist für 12,5 gegangen. Kurci hat Mainz verlassen. Aurayo zu Leipzig für 12 Millionen. Die Schalke haben nur Abgänge zu verzeichnen mit Goretzka und Choupo-Moting. Ja. Amiri ist weg aus an Hoffenheim. Die Stuttgarter holen Prepper, verlieren aber Tyton. Die Wölfe holen zwei neue mit Griezmann und Choupo-Moting. Könnte auch sehr interessant werden mit denen dieses Jahr. Die Kölner holen zwei neue mit Max und Stocker. Sörensen verlässt den Verein. Die Leverkusener, ja, die haben durch uns allein schon viel eingenommen, aber haben richtig, richtig viele Spieler verloren, die Meistermannschaft der letzten Saison. Tah weg, Brasnic weg, Çalhanoğlu und Leno auch noch weg. Insgesamt 85 Millionen haben die ausgegeben. Rivera ist gekommen als einziger Neuzugang. Gladbacher verlieren Dremic und Traoré. Die Bremer haben Kalsenbracker und Moravec von uns bekommen. Titon ist aus Stuttgart dazugekommen und Lorenzen hat den Verein verlassen. Die Dortmunder haben 60 Millionen ausgegeben für Morata, Barker und Bolinogli und Kagawa hat den Verein verlassen. So, das waren also die Transfers. Und so geht es. Was ist hier los? Verletzungspech. Oliveira. Der Stürmer. Ein Stürmer, na super. Haben wir noch einen? Haben wir noch einen Stürmer? Ja. Nimm mal Eder mit. So, gut, fertig. Ja. Monatsbericht Jugendmannschaft. Was haben wir denn da? Ja, auch gut. Also reichlich gute Spieler, den können wir eigentlich schon wieder freigeben hier. Ja, da haben wir einiges an Kalibern dabei noch. Und da war ich wieder in der nächsten Transferperiode wieder gehen. Ja, warten wir einfach mal ab. Und jetzt seht das jetzt nicht, das geht's gegen Polen. Ja, eigentlich, normalerweise würde ich ja die Spiele wirklich spielen, das wisst ihr ja. Aber ich glaube, wir haben uns eh schon qualifiziert, das sogar als Gruppenerster, auch die Rest der Gruppe ist praktisch schon entschieden, würde ich sagen. Simulieren wir den Kram einfach. Und damit wir dann normal weitermachen, können wir die Spiele dann relativ uninteressant für uns momentan sind. Genauso wie wir es halt auch für die anderen Spiele machen werden. So, England führt, Türkei führt. In den anderen Spielen im Moment nach einer halben Stunde. Wir gehen ebenfalls in Führung durch Danny. Eder kommt sogar rein in dieser Partie. Wir kassieren den Ausgleich. Türkei hört auf 2 zu 0, 3 zu 0. Hui, die Nordiren kriegen richtig auf den Sack. Und da gewinnen wir durch Quaresma auch noch in der letzten Minute. Und England schlägt Griechenland. Und damit ist die Sache eh gegessen. Platz 1 und 2 sind vergeben, wie ihr seht. Türkei auf 3, Polen 4, Nordirland 5. Ja, machen wir noch das letzte Spiel auch noch in der Qualifikation. Da geht es für uns gegen die Nordiren. Die haben die letzten Spiele nur auf den Sack bekommen. Und wir kassieren hier direkt nach einer Minute das 1 zu 0. Quaresma macht in der 10. den Ausgleich. Na Gott sei Dank, kann ich dazu nur sagen. Danny dreht das Spiel komplett auf links. Da steht es wieder 1 zu 2. Die anderen Spiele noch relativ torlos. Jetzt aber Polen in Führung gegen die Griechen. Griechen mit dem Ausgleich. Und hier fallen wieder Tore ohne Ende. Ronaldo mit dem 3-1, Delevari mit dem 3-2. Und das war's dann. Die anderen trennen sich alle unentschieden und damit ist es durch. Wir natürlich als Gruppenerster auf alle Fälle für die WM qualifiziert, auf die wir uns auf alle Fälle freuen können. Ja. Dann mache ich eben nochmal schnell das Training und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da geht es dann direkt gegen Bayer Leverkusen weiter und da treffen alte Bekannte aufeinander. Wenn ich da an
Tah und Çalhanoğlu denke, die wir ja noch gekauft haben. Ich bin mal gespannt, wie Leverkusen auftritt. Ob die noch die Qualitäten haben oder eher nicht. So, noch kurz die Melia, Evangelista, was die Komplettierung angeht, bla bla bla. Ja, wie immer halt. So sieht es momentan aus. Wir Tabellenzweiter und wir treffen auf Leverkusen, die einen katastrophalen Saisonstart als deutscher Meister hatten. Zwei Pleiten und einen Sieg erst. Naja, wie das Ganze dann ausgeht, sehen wir dann in der nächsten Folge hier wieder bei FIFA 16. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.